So, da sind wir auch schon wieder. Ich muss mal eben hier aufstehen. War noch hier ein bisschen am Rasten, damit wir hier mal ein bisschen wieder mehr Ausdauer bekommen. So, wir haben auch hier ein bisschen schon weitergebaut. Ihr seht auch, es ist mittlerweile dunkel geworden und wir sind auch momentan gerade nur zu zweit. Der gute Kenshin ist noch da, der Rest ist momentan nicht da. Hi. Und wir haben auch schon mittlerweile ein bisschen von dem ganzen Stein hier verarbeitet in den Straßenbau. Und auch hier hinten haben wir jetzt angefangen, der Schnaps, die hat's hier noch geschafft, das alles hier komplett aufzuschütten, damit wir hier das Fachhaus hinstellen können. Und ich wollte euch eigentlich zeigen, da waren wir ein bisschen übereifrig, wie das Ganze denn aussieht, wenn man so ein Fachhauswerk heißt es, glaube ich. Ah, Fachwerk. Fachwerkhaus, genau. hinstellt. Und ist eigentlich relativ simpel. Wir gehen einfach hier hin, gehen mal auf Zimmern, suchen uns hier in der, wie ich finde, noch teilweise unübersichtlichen Liste mal durch. Kleines Holzhaus, nein. Wir nehmen kleines Fachwerkhaus, hier ist es. Das stellen wir dann hier hin. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Hier ist die Tür und ich dachte mir eigentlich, dass wir das erstmal so hin ausrichten. Wir sehen hier, das ist der Weg, unser Steinweg. Und das müssen wir weiter rüberstellen, denn hier hinten haben wir auch noch einen Steinweg. So, mal gucken. Ja, doch, das passt genauso hin. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht hier in dem Feld stehen, sonst meckert er rum und sagt, ihr blockiert irgendwas. Also immer schön achten, dass ihr halt außerhalb dieses Gebietes seid. Und dann einfach auf Bauen klicken. Dann dauert das ein bisschen. Und zack. Die Baustelle ist sozusagen errichtet. Und wenn wir dann hier auf Zimmern gehen, sehen wir schon, wir brauchen hier einiges. Wir brauchen 50 Balken. Man kann schon fast sagen, das sind 50 Bäume, weil teilweise bekommt man aus einem Baum wirklich nur einen Balken raus. Je nachdem, wie hoch die Qualität eines Baumes ist, ist der Ertrag unterschiedlich. Und so ein Baumstamm verbraucht eine ziemlich hohe Qualität. Wenn man jetzt aus einem normalen Baumstamm, ich sag mal, nur Scheitel macht, da kriegt man jede Menge raus. Bretter kriegt man auch schon zwischen, sag ich mal, 6 und 20 raus. Aber so ein Balken, der ist dann wirklich nur ein, maximal zwei, glaube ich sogar nur. Wie gesagt, das ist echt unterschiedlich, je nachdem, wie hoch die Qualität ist. Mörtel bekommt man, ich glaube, ich habe mich da jetzt noch nicht wirklich schlau gemacht. Ich kann mich nur grob dran erinnern vom letzten Mal, was ja schon länger her ist, dass man, glaube ich, Mörtel aus Stein kriegt, wenn man es zusammenmörtelt, oder? Weißt du das noch? Hast du, glaube ich, den Genau. Mörser und Stößel und ich glaube, da machst du Kaport und dann, glaube ich, war das so. Aus Ich no bin mir auch Na, müssen wir. nicht mehr ganz Na gut, sicher. wir könnten ja gleich mal Mörtel bauen. Ich glaube, das kann ich. Türen ist relativ simpel. Da haben wir ja hier unser Schreinerkasten. Mit Schlösser und Holz kriegt man dann Türen. Fenster braucht man Glas dazu, da braucht man wiederum Sand. Und in dem Brennofen, wo man auch Kohle macht, kann man Sand reinbringen. Das kann man kräftig befeuern. Und dann kann man daraus quasi Glas schmelzen. Und die Dachziegel, die kriegt man ebenfalls aus Lehm. Da hat man dann ungebrannte. Und die wiederum muss man einfach auch wieder mit Feuer brennen. Und dann kriegt man hier die gebrannten Dachziegel. Also auch relativ simpel, was die zwei Sachen angeht. Fenster natürlich brauchen wir natürlich auch noch Holz. Jetzt gucken wir mal nach dem Mörtel. Dann könnte ich eigentlich schon anfangen, das Haus ein bisschen zu bauen. Schauen wir mal, wo könnten wir denn den Mörtel herbringen? Vielleicht eben Baustoffvorbereitung. Mal gucken. Hier hätte man Mahlstein, Brennofen, eine Töpferscheibe. Was kann man denn in einer Töpf... Achso, ja gut, okay, Töpfersachen. Kann man den dann töpfern vielleicht? Stimmt. Müsste ich. Oder. Nein, ich erinnere mich jetzt, Zettel. Warte mal, ich glaube hier. Beim Schleifen. Ja, genau, wenn man Steine schleift, kriegt man Mörser und Stößel. Richtig. Da brauchen wir zwei Steine, aber wir haben ja hier, Gott sei Dank, genug Stein. Nehmen wir da mal hier raus. Zwei waren's. Zack. Schleifen. Ich denke, das wird auch so ein. Ja, das wird wahrscheinlich im Inventar bleiben. Jawohl. Halt. So, und jetzt gucken wir mal.
Oh, wir können nur abwerfen. Das ist jetzt komisch. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe jetzt einen Mörser und einen Stößel im Inventar, aber ich kann damit nichts machen. Das ist die Frage, ob ich jetzt einen Skillpunkt nicht habe, deswegen nicht geht, oder... Aber eigentlich... Oh, scheiße, ja, ich sehe es gerade. Wahrscheinlich hier bei Kräuterkunde, hier ist zumindest ein Mörsel abgebildet. Da bräuchte ich jetzt sammeln auf 30, damit ich Kräuterkunde überhaupt habe. Sammeln. Das ist ja genau das Problem, was ich immer sage, weil du bist dann nur mit ein oder zwei Leuten auf dem Server. Deswegen habe ich gesagt, lieber die Punkte hochsetzen, dass jeder alles machen kann. Das ist gut. Ist immer irgendwo am Schlauch. Ich komme ran. So ist nicht. Ich muss es nur hochskillen. Ja. Dazu brauche ich jetzt erstmal eine Sichel. Haben wir irgendwo eine Sichel übrig, bevor ich mir wieder irgendwelche. Ich habe noch eine Sichel. Oder? Kiste? Ich glaube, nee, doch nicht. Ich komme mal kurz in die Kiste. Musst du bauen. Kiste. Nee. Mal gucken hier. Auch keine. Okay, was braucht... Dann brauchen wir Holz und Stein und natürlich auch wieder dieses Pflanzenver... Alter, ich glaube, wir müssen ein paar Bäume pflanzen. Die Bäume werden langsam immer weiter weg. Ist auch nicht so toll. Also ihr seht, wir haben immer jede Menge zu tun hier. Jetzt gucken wir mal eben, bevor wir hier einen Sprössling rausnehmen, untersuchen wir den Baum, das ist nämlich relativ wichtig. Wir haben hier du siehst eine mittlere Eiche, du schätzt seine Qualität auf 8. Das heißt, dieser Baum gibt extrem wenig Holz, dadurch, dass die Qualität auf 8 ist. Er wurde bereits zu 0 gefällt, was auch immer damit gemeint ist. Er enthält die folgenden Ressourcen, 6 Rinden und 12 Äste. Die Äste können wir uns mal nehmen. Wäre Prozent, so in der Richtung kann man das dann sehen. Und so viel Prozent gefällt. Achso, du meinst, wenn ich jetzt... ich kann mal probieren, ich schlag mal einmal mit der Axt drauf. Ob dann hier die Prozentzahl hochgeht. So, einmal draufgeschlagen. Baum untersuchen. Ist immer noch auf 0. Ja. Okay. Hat nichts gebracht. So. Eine Sichel. Primitive Sichel, ein Ast, ein Feuerstein, jawohl. Hier noch eben... Na, weg vom Baum. Naturkunde, Pflanzenfaser sammeln. Hat auch gereicht, sehr schön. Ah, ich erinnere mich gerade, kann es sein, dass wir eine Sichel, dass es keine Eisensichel gibt, sondern nur so eine Stahlsichel? Yep. Ah, ja, irgendwie so war das. Ich erinnere mich noch grob. So. Was braucht man gerade nicht? Die Axt brauchen wir eigentlich gerade nicht. Dann tun wir die Axt einfach ersetzen durch die Sichel. Okay. Das kommt weg. Und dann probieren wir mal hier. Was können wir denn hier machen eigentlich? Hier ist jetzt gar nichts. Liegt das jetzt am Terrain? Moment mal. Naturkunde haben wir schon. Das heißt jetzt sammeln. Wo kann man denn hier sammeln? Weder Naturkunde noch Naturkunde habe ich hier. Landschaftsbau, aber ich habe keinen Sammeln hier. Hä? Jetzt müssen wir uns das nochmal genauer angucken. Nicht, dass ich mich hier vertue. Du kannst Beeren und Pilze natürlich als Nahrungsmittel und Kochzutaten aufspüren und sammeln. Auch kannst du herkömmliche Kräuter sammeln, jedoch mit einer Qualitätsverlust. Wieso kann ich jetzt nicht sammeln? Ich habe bei Rechtsklick habe ich keine Auswahl. Bei was, ein Baum oder was? Nee, eigentlich, also ich dachte, meines Wissens sammle ich ja das Zeug auf dem Boden. Oder muss ich dazu in den Wald gehen, weil ich brauche ich Waldboden? Das wäre natürlich möglich, so Waldboden brauchst. Oh ja, tatsächlich. Okay, dann sammeln wir mal ein paar Beeren. Bis wir dementsprechend den Skill haben. Oh ja, gut, es geht relativ zügig, das ist sehr gut. Kriegen wir vielleicht eventuell sogar was zu essen. Naja, oder auch nicht.
Aber es ist gut eingestellt, dass es relativ zügig geht. 20. 25. Jawohl, noch einmal. Dann können wir schon. Dann können wir eventuell den Mörser benutzen. Den Mörtel. Zack. Jetzt ist das freigeschalten. Jetzt mal gucken. Rechtsklick. Jawohl, Rechtsklick. Wir können aber nur Kräuterkunde, Zubereitung mischen. Ach du meine Güte. Mineralienkatalysator, organische Katalysator und Zutaten. Okay. So, ich bin nochmal kurz abgehakt. Ja, natürlich. Okay, das Einzige, was wir jetzt erreicht haben, ist, dass wir irgendwelche Zutaten mischen können. Das hat uns nicht wirklich was weitergebracht, was das Mörseln angeht. Vielleicht habe ich mich dann. Okay, warte mal. Bei Schleifen war ja nichts weiter, ne? Ne, hier ist nur das Zeug. Wie kriegen wir den Mörtel? Das muss ich dann mal nochmal nachgucken. Da bin ich jetzt echt überfragt. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es da funktioniert. Gibt es denn vielleicht noch was anderes? Mal schauen. Wir gucken mal hier ein bisschen durch. Oh, ja. Vielleicht ist es auch der Mahlstein. Das macht schon mehr Sinn. Wo ist denn der gut aufgehoben? Das Eck ist gesperrt, glaube ich, oder? Ja, das ist gesperrt. Hier hinten ist leider auch alles gesperrt. Hier kommt die gute Werkbank hin. Hier haben wir schon eine Kiste. Ah, da müssen wir echt hier unsere kleine, ich nenne es mal Werkstatt, Schrägstrich Schmiede, ein bisschen erweitern. Dann machen wir hier einfach. Zack, Baustoff vorbereiten. Na, herstellen. Und setzen hier den Mahlstein hin. Dann gucken wir uns mal den Mahlstein an, was der so braucht. Schritt für Schritt versuchen wir jetzt weiterzukommen. So, der braucht einen Stiel und zwei von den Steinen. Das ist absolut gar kein Problem. Ziemlich simpel, das alles herzustellen. Stein haben wir ja hier zum Glück genüge. Ich nehme wieder nur zwei raus. Brauche jetzt hier keinen Vorrat. Und Stiele zu machen ist auch relativ einfach. Ihr braucht eigentlich nur das hier. Das hier. Also die. Na, den Schreinerkasten. Und ein bisschen Holz. Ich soll vielleicht. Ich pflanze mal ein paar Bäume. So. Am liebsten würde ich mich aufteilen. Dadurch, dass ich jetzt gerade alleine unterwegs bin, muss ich extrem viel parallel machen. Deswegen müsst ihr mir das verzeihen, wenn ich nicht immer gleich alles auf Anhieb hinkriege. Ich hole jetzt erstmal hier zwei Holzscheitel. Da kann man dann nämlich zwei Griffe draus machen. Wenn der Baum nicht verschwinden würde. Was haben wir denn hier? Baum untersuchen. Qualität 10. Ziemlich beschissen. Hier haben wir Qualität 100. Das zum Beispiel ist sehr geil. Wir kriegen hier 5 Kiefernsprösslinge raus. Also hier müssen wir alle Sprösslinge rausnehmen. Die Frage ist nur, weil wir vom Skill her glaube ich nicht auf 100 sind. Hier in der Forstwesen. Kann es sein, dass wir nicht Qualität 100 kriegen. Mal gucken, was kriegen wir? Na? Qualität 90. Das ist sehr schade. Da muss ich das wieder erhöhen. Das macht sonst keinen Sinn. Sonst vermindern wir hier einfach jedes Mal die Qualität. Das ist sehr schade. Wie viel kriegen wir denn pro Sprössling? 0,4. Naja, da müssen wir einiges an Sprösslingen farmen, bevor wir hier auf 100 kommen. Aber das ist dann wohl sehr wichtig, um wirklich die 100% Qualitätssprösslinge zu bekommen, um dann später auch die 100% Qualitätsbäume zu haben. Und ihr seht auch, weil dadurch, dass sich das hier steigert, stapelt sich das hier nicht mehr. Denn das hier sind die 90er und das könnte 91 schon sein, oder? Ja, 91. Okay. Aber bei Qualität 1 Unterschied staple ich das aufeinander einfach. Und dann, ob das jetzt Qualität 90 ist oder ob das jetzt Qualität 91 ist, das macht dann wirklich keinen großen Unterschied. Ich nehme hier eben das noch. So, den Baum möchte ich eigentlich fast nicht fällen, aber. Ach so, jetzt haben wir natürlich hier. Ne, den fällen wir auch nicht. Das ist, ihr müsst euch immer eins merken, das ist eigentlich ein ganz guter Trick. Eben noch kurz wechseln. Wo ist denn die Axt? Da ist die Axt. Wenn ihr Qualitätsbäume findet, die, ich sag mal, in einem sehr niedrigen Bereich sind, wie dieser Baum hier, der hat ja Qualität 8,
dann fällt ihn und macht daraus einfach nur Holzscheitel. Das reicht völlig. Wenn ihr Qualitätsbäume habt wie den hier, also 100%, spart ihn euch lieber auf für... Boah, es ist laut. Für die Balken, weil ihr dann echt mehr Balken rauskriegt. Hier Qualität 8 kann sein, wenn ich jetzt einen Balken mache, kriegt er gar keinen raus. Aber der Holz, ist verwirrend bei Balken. Für mich ist das hier auch ein Balken. Dann ist der nämlich weg. So, ich mache mal ein paar Holzscheitel. Wir brauchen eh welche auf Vorrat. Dann sägen wir einfach hier ein paar mehr raus. Das Einzige, was vielleicht der Unterschied ist zwischen den niedrigen Qualitäts... Scheite, was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist, dass wenn ihr die zu Kohle macht, natürlich die Kohle dann dementsprechend auch niedrige Qualität hat. Und da könnte ich mir dann vorstellen, dass eventuell dann auch die Kohle im Ofen einfach nicht so lange brennt, wie wenn ihr jetzt 100% Qualität Kohle habt. Aber gut, ich meine, wir sind jetzt momentan noch am Anfang. Wir spielen das jetzt noch nicht so lange und da können wir jetzt uns das nicht leisten, mit 100% zu arbeiten. Dann nehmen wir alles, was wir kriegen können und verheizen es einfach. Auf geht's. So, bringt's denn was, auf Schreinern 100 zu kommen? Bevor wir hier Skillpunkte verschwenden. Schreinern 100, das war das hier, oder? Ja. Du kannst verzierte Gegenstände herstellen. Oh, das klingt gar nicht mal so schlecht. So, ihr seht, das waren jetzt 11 Stück. Also nicht sehr viel. So, wo sind die Griffe? Angeln, Übungsschwert. Ach nee, warte mal. Nein, wir brauchen nicht das. Die Griffe machen wir hier draus, verzeiht. Hier machen wir die Griffe. Genau. Einfach mit einem Messer. Da reicht schon ein primitives Messer. Primitives Messer könnt ihr auch ganz simpel wieder mit einem Ast herstellen. Rechtsklick auf den Ast, primitives Werkzeug erstellen. Da braucht ihr dann auch wieder nur einen Stein, also einen Feuerstein und ein bisschen Fiber. Also das Gras, ganz normales Gras. Dann könnt ihr das Messer machen, dann rechtsklick, dann kommt ihr auf das Menü und dann könnt ihr hier aus dem... Das ist sehr wichtig, ihr braucht Weichholz, aus Hartholz könnt ihr nämlich keinen Stiel machen. Gut, dass wir zufällig einen Weichholzbaum gefällt haben, ich wusste nämlich nicht mehr. So, ich mache da jetzt einfach alle Griffe draus. Denn wir brauchen auch eh allgemein viel Griffe fürs Schmieden an Werkzeug. Denn dieses gute Werkzeug braucht natürlich gescheite Griffe und nicht so einen popligen Ast. Ist ja eigentlich auch so gesehen eine logische Sache. So. Sehr schön. Was haben wir noch gebraucht? Jetzt habe ich das andere vergessen. Wir brauchen einen Griff. Einen Griff. Ach, und Stein. Ja, Stein haben wir ja. Das sollte passen. So, jetzt müssen wir uns mal entscheiden. Theoretisch, ihr müsst auch wieder aufpassen, wenn ihr Bäume pflanzen wollt, braucht ihr auch Forstwesen relativ hoch. Aber 90 reicht für alles, denn 10 erhöht einfach nur den Bonus von plus 5 während der Benutzung von Forstwirtschaftsfähigkeiten. Sprich, deswegen braucht ihr auch die 100, damit ihr einfach, dass das Glück höher ist, dass ihr da bessere Qualitäten einfach rauskriegt. Jetzt müssen wir mal gucken, wo pflanzen wir die Bäume. Ich denke hier oben haben wir das relativ nah, hier haben wir noch nichts gebaut. Dann pflanze ich jetzt einfach. Ah, das ist auch noch wichtig. Hier könnt ihr seht, keine Bäume pflanzen, weil das hier keine Baumerde ist. Oder keine Walderde. Ihr braucht Walderde. Jetzt mal gucken, ob man hier einen optischen Unterschied sieht. Das ist Walderde, das ist keine Walderde. Theoretisch. Mal gucken, wie es in der Praxis aussieht. Weil ihr seht hier, jetzt kann ich pflanzen. Jetzt muss ich nur eben gucken. Absenken. Jetzt müsste hier theoretisch keine Muttererde kommen. Ja, Waldboden. Da holen wir jetzt einfach ein bisschen Boden. Verteilen den da unten. Ein bisschen Platz haben wir ja noch, oder? Ja, passt. Holen wir mal, ja, so viermal. So. Was haben wir gesagt? Hier haben wir gesagt ungefähr Landschaftsbau, Boden anheben dafür. Und zack. Jetzt habt ihr hier quasi die Möglichkeit, es zu pflanzen. Und ich mache jetzt hier einfach so eine Reihe hin. Oder, nee, wir machen ein Viereck. Dann sieht man das besser. Zack, ja, so sieht man es ein bisschen besser, dass hier was ist. So, was haben wir denn gefällt? Wir haben... Kiefersprösslinge, also
Forstwesen, Kiefer, Fichte, Kiefer platzieren hier. Dann seht ihr auch mal ein bisschen, wie das Ganze mit der Forstwirtschaft aussieht. Das ist auch nicht schlecht. Oh, die Frage ist, ob wir hier einen Baum hinkriegen. Und ob das zu dicht ist. Es kann sein, dass es zu dicht ist. Deswegen, ich mache mal hier noch eine hin. Und den Rest packe ich einfach unten mal erstmal in die Kiste rein. Weil ich denke, wenn ihr... Wobei, Kiefern, die sind relativ dünn. Ah doch, dann sollte das passen. Wir probieren es einfach. Wir werden es ja dann sehen einfach. Vielleicht meckert er auch automatisch. Das kann auch passieren. Und das Gute ist, auch hier steigt der Forstwesen. Das ist sehr gut. Ah, du willst gerade die Wurzel mit Erde bedecken. Dabei merkst du etwas in der Grube. Du greifst hinein und hebst einen seltsamen Gegenstand heraus. Okay. Aktion unmöglich. Dieser Gegenstand existiert nicht. Schade. Ich dachte, wir bekommen wieder sowas wie unser Schmuckstück. Ich habe nämlich hier schon mal was bekommen. Eine juwelbesetzte Goldhalskette. Das ersteigert unsere Glück auf um 1,6 Glück. Wobei ich sagen muss, ich habe momentan nicht wirklich einen Plan, wie genau ich Glück definieren kann, was für Auswirkungen das macht. Also wie viel Glück, was Auswirkungen macht. Ich weiß, irgendwas wird erhöht, aber um wie viel und was, keine Ahnung. So, jetzt haben wir hier die Bäume gepflanzt. Passt es? Bringen wir den Rest hier mal rein. Habe ich nämlich auch gesehen, wir haben noch andere Sachen hier drin. Was haben wir hier? Ah, ein Apfelbaumsprössling auf. 73% ist gar nicht mal so schlecht. Und ein Weidensprössling, okay. So, dann tun wir den hier noch mit rein. Den Rest behalten wir mal. Quatsch, wo laufe ich denn hin? Hier haben wir doch das Ding hingesetzt. Wobei, ich will ihn... Nee, wir versetzen den hier nochmal eben. Wir reißen den weg. Einfach aus Prinzip. So, dann nehmen wir das hier. Kurz auf den Rücken. Setzen das hier hin. Und setzen hier jetzt den Mahlstein war's. Genau. So, was das Klettern angeht, das ist eine Grundfertigkeit. Die haben wir hier. Aber ihr seht, es passiert nichts. Genauso wie bei den anderen Fähigkeiten hier. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Deswegen gehe ich da jetzt nicht näher drauf ein. Bei Fragen, ihr wisst, dafür gibt es die Kommentare. Einfach in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche, so gut es geht, alles zu beantworten. So, das kommt noch rein und das kommt noch rein. Ich vergesse es nur häufig zu erwähnen, dass natürlich die Kommentarfunktion vorhanden ist. Ich denke da einfach nicht dran. So, mal schauen. Landwirtschaft. Ah, Landwirtschaft. Malen. Ah, wir können hier nur Mehl mahlen. Also können wir hier auch keinen Mörtel rauskriegen. Ah, wir können aber das Objekt aufheben. Da das zur Landwirtschaft gehört, bringe ich das mal rüber in den landwirtschaftlichen Bereich zu unserem guten Schnapsdieb. Der ist ja so unser, ich sag mal, unser Landwirt, wie man so schön sagt. Der sich hier um alles kümmert, der die Felderbestellung macht. Hat hier auch schon eine Weinpresse. Was wird hier gebaut? Ah, eine Gerberwanne, auch ganz wichtig. Die können wir eigentlich auch gleich... Ah, können wir auch noch fertig machen. So, Objekt ablegen. Zack. Aber wir müssen uns weiter überlegen, wie bekommen wir... Wir können es natürlich nachlesen, ist klar. Dazu muss ich einfach nur auf die Life is Futile Wikipedia-Seite gehen. Aber wir möchten das Ganze lieber selber herausfinden. Learning by doing self. Was hätten wir denn noch im Angebot? Die Töpferscheibe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einer Töpferscheibe das rauskommt. Fachwerkhütte, Holzhütte. Ja, hier ist sonst nichts. Zimmer, eine Feuerschale? Nee, da auch nicht. Esse, Amboss, Backofen. Trockenrahmen. Was ist ein Trockenrahmen? Ah, da kann man dann, es ist so. Jetzt hole ich mal da ein bisschen Thematik aus. Wenn ihr ein Tier jagt, könnt ihr es ausweiten. Ihr bekommt Fleisch daraus, ihr bekommt Knochen raus und ihr bekommt aber auch logischerweise Tierhaut raus. Die Tierhaut müsst ihr in einer Wanne quasi waschen. Das wäre dann, mal gucken, ob ich die Wanne finde. Das ist die Wanne, wo da drüben gebaut wird, da beim Schnapsdieb sein Bereich. Ach, wie heißt der nochmal? Ich habe es gerade eben noch gesagt. Die Gerberwanne, genau.
Da kommt es rein, muss glaube ich eine Stunde drin bleiben, dann könnt ihr es rausholen und dann könnt ihr es quasi hier über den Trockenrahmen hängen und dann dauert es glaube ich nochmal eine Stunde und dann habt ihr quasi Leder. Oder, ja doch, Leder müsste glaube ich das Endprodukt daraus sein. So, Weinpresse, nee, kriegt man auch nicht raus. Webstuhl, klärt sich von selbst. Holzzaun, Bienenstock, Flechtzaun, Beobachtungsturm, den will ich auch noch unbedingt mal bauen. Schubkarre, Handelskarre, Pflug. Pflug ist auch eine sehr coole Sache. Da kommen wir aber dann auch, wenn es soweit ist, dann mal dazu. Das dauert aber auch noch alles, wenn es dann daran geht, dass wir größere Felder zum Bestellen haben. Tja, aber irgendwie. Oh, Holzpfeiler mit Wappenschild, das ist natürlich auch cool. Aber auch hier finde ich nichts. Was haben wir hier? Ein Lagerhaus. Ist auch eine sehr coole Sache. Säge, Schmiede, Windmühle. Also hier sind die richtig extrem geilen Gebäude. Eine Esse, eine Schreinerei, Apotheke, Küchen. Oh, eine Belagerungsgerätewerkstatt. Oh, ja, Scheune. Natürlich dann die großen Häuser, Schulen. Fette Mauern natürlich, ist ganz klar. Also da kommt man dann wirklich in den Bereich, wo man eine fette, fette Stadt bauen kann. Bis wir das erreichen, das dauert ewig. Wir sind ja froh, dass wir mal irgendwann das Fachwerkhaus da fertig kriegen, um das Ganze hier als Dorf zu bezeichnen. Was wir aber machen könnten zum Beispiel sind schon, wir könnten entweder Palisaden bauen. Wir können aber auch, ich muss nur mal gucken, wo das Ganze ist, auch Steinmauern. Waren die nicht? Ne, die sind hier, ne? Ne, die Mäuerchen, das sind die hier. Es gibt auch schon andere Mauern. Wo haben wir sie denn? Na? Palisade. Das sind. Gucken wir uns mal ganz kurz das hier an, aber ich glaube, das sind. Ja, genau, das sind die Dinger aus Holz. Das sind die aus Holz. Sind die hier drin? Ach nee, hier. Ach, bei Architektur sind die Burgmauern. Hier. Die sind schon ein bisschen, ich sag mal, größer. Ich zieh den Tobi mal Wow. runter. Ach jo, ja, klar, natürlich. Zieh ihn rein. Da ist er ja. Ja, servus. So, wo habe ich denn die scheiß Mauern? Also, ihr könnt mir glauben, die Mauern hatte ich hier drin. Ach, hier, Steinmauer, das müsste sein. Mal gucken. Ja, das sind die Steinmauern, die sind nicht ganz so groß wie die Burgmauern, aber ich finde die Mauern, da werde ich mir irgendwann das Ziel nehmen, dass wir hier unsere Basis quasi, unser Dorf, irgendwann mal Stadt damit einkreisen. Aber bis dahin, das dauert noch eine Weile. Einer von euch beiden könnte mir einen Gefallen tun, denn ich finde das nicht. Na, was Und denn? zwar, die Herstellung eines gewissen Komponents, Moment, und zwar Mörtel. Ich habe schon geguckt, ich habe Mörser und Stößel, aber mit dem kann ich nur Kräuter mischen. Dann habe ich jetzt hier einen Mahlstein gebaut, damit kann ich aber nur Mehl herstellen. Ich habe keine Ahnung, wie man Mörsel herstellt. Mörtel. Ja, ist echt schwer, das zu finden. So, derweil können wir ja schon mal hier ein paar Sachen machen. Ja, die Dachziegel können wir theoretisch mal gucken. Ich habe hier schon welche vorbereitet, nach meines Wissens. Ich glaube, in dem Korb haben wir welche. Ja, genau. Das sind die unfertigen, die ungebrannten Dachziegel. Die nehmen wir jetzt einfach. Und das müsste hier in diesem Ofen gehen. Da machen wir einfach Brennofen benutzen. Ach Quatsch. Brennofen bedienen, meine ich. So, haben wir Holz sogar schon drin. Ist aber zu viel Holz. Das Ding ist voll. Wie viel wiegen denn die Dinger? Was ist das für eine Scheißzahl? Anzahl 40, 44 wiegen sie. Na, bescheuert. Müssen wir jetzt aufteilen. Nehmen wir mal 100 Holz, 10 Holz. Dann haben wir jetzt hier noch Platz für weitere 5 Scheitel. So, ich weiß, normalerweise brennt es besser mit Kohle, aber habe jetzt keine Kohle da. Dann packen wir das einfach so rein. So. Und das dauert jetzt ein bisschen. Also ich hoffe, das ist der richtige Ofen, aber es müsste der Ofen sein, wo man das Zeug brennt. Nicht hier. Ich glaube, hier, das ist wirklich nur dafür da, um quasi Eisen, Kupfer oder was auch immer zu schmelzen. So, gleichzeitig können wir hier mal.
Hier müsste Holz auch drin sein, aber zu wenig. Das lohnt sich noch nicht, das anzuzünden, um daraus Kohle zu machen. Wartet mal, ich glaube, wir haben doch Kohle. Haben wir hier Kohle? Kohle, Kohle? Ja, wir haben hier Kohle, okay. Dann tauschen wir das eben. Huch. Oh, echt jetzt? Oh Mann! So, Brennofen bedienen. Und hier passiert noch nichts. Das macht mich ein bisschen skeptisch. Ah, ihr braucht Kohle. Seht ihr? Okay. Blasebalken verwenden. So, und jetzt können wir hier nämlich das andere Holz voll reinpacken. Ist natürlich zu viel. Hier passen nicht so viele rein. Das heißt, wir müssen wieder aufteilen. 8 Stück. Und dann könnt ihr das hier ebenfalls anzünden. Und das einfach zu Holzkohle machen. Und ich würde sagen, wie es dann weitergeht im Endeffekt, das seht ihr dann beim nächsten Mal wieder hier in Life is Feudal. Wir schauen, dass wir das Dorf noch ein bisschen größer kriegen. Wir werden das Haus fertig bauen. Wir werden noch ein paar Sachen schmieden, sprich mehr Werkzeug. Die Werkbank, hoffe ich, kriegen wir auch noch fertig. Was den Boden hier angeht, den werden wir auch noch erweitern. Ist leider ein Bug, dass wir, wenn man sich hier ausloggt, wieder reinkommt, dann ist aus irgendeinem Grund, ist dann der Steinboden leider schwarz. Ich hoffe, das wird irgendwann mal rausgepatcht. Soweit ich weiß, ist dieser Bug schon extrem lange drin und ich bin sehr verwundert, dass dieser Bug immer noch vorhanden ist. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dieses, es sind ja schon mittlerweile 4 Folgen am Stück, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wird nicht immer so sein, da, ihr wisst, wir sind 4 Leute, nicht alle 4 haben gleichzeitig Zeit. Mal kann es sein, dass es nur eine Folge gibt, mal kann es aber auch sein, es gibt wieder 4 Folgen am Stück. Ich schaue, wie es sich machen lässt. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns wieder. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.